Storkower Straße. Leute, grüßt uns über WhatsApp oder grüßt eure Freunde oder wie auch immer. Genau das war gerade jetzt in diesem Moment passiert worden. Wir dürfen vorlesen. Wir grüßen die Katja, die Labormaus, die lange leider zu Hause krank liegt. Also Labormaus oder Labormaus verstehe ich eigentlich was anderes. Ja, ich kann doch nur dann vorlesen, Alter, was hier steht. Was soll ich denn machen, ja? Und dann hinterher schicken wir noch einen kleinen Beziehungstipp. Für die Männer, nicht für die Frauen, für die Männer. Wenn sie dir eine Ohrfeige verpasst, weil du wieder besoffen nach Hause gekommen bist oder wieder das passiert dir alles. Sag auf keinen Fall, Alter, dass der Arm dabei geschwabbelt hat. Oh, das darfst du nicht bringen. Nicht. Ich muss dir was erzählen, Tom. Es ist unglaublich. Ich wurde diese Woche aus der Bibliothek rausgeschmissen. Jetzt hör mir doch mal zu. Ja, die haben mich rausgeschmissen. Nur weil ich ein Buch über Frauenrechte in der Fantasy-Abteilung abgelegt hatte. Also entschuldige mal.